spiegeln im Doppelsinawali. Nun spiegeln wir im Doppelsinawali. Wenn wir im normalen Doppelsinawali sind, kommen zwei Schläge oben. Zwei hintereinander kommen. Hier, das ist der erste Schlag oben, das ist der zweite Schlag oben. Geht immer oben, oben, unten. Diesen verdoppel ich mit dem gleichen Stock und dann im Spiegel. Rauskommen tue ich, indem ich wieder den Schlag oben verdoppel. Jetzt bin ich wieder im Standard drin. Eins, zwei. Und jetzt bin ich im Spiegel. Oben verdoppeln. Dabei ist es wichtig, dass die Position, die wir normal einnehmen, für den Schlag beibehalten wird. Das heißt, wir sind eins, zwei. Das ist die Position. Jetzt würden wir normalerweise hier weitermachen. Und die linke ist hier außen, der bleibt außen und wird einfach mit dem nächsten Schlag mal verdoppeln. Und dann geht es weiter. Und wenn ich wieder raus will, das ist die Position. Die rechte Hand ist unter der linken Achse. Und ich mache noch einen Schlag mit links und bin wieder im Standard. Die Abfolge des Spiegels kann man folgendermaßen machen. Wenn ich drin bin, der erste Schlag, der oben geschlagen wird, geht auf die gleiche Seite zurück. Der zweite Schlag zieht sich auf die andere Seite rüber. Der dritte Schlag geht auch auf die andere Seite rüber. Der erste Schlag geht zurück, durchziehen, durchziehen, zurück, durchziehen, durchziehen, zurück, zurück, durch, durch, zurück, Seitenwechsel, Seitenwechsel. Unter die Achse, zweimal schlagen, Standard. Und ich bin hier im Spiegel. Nochmal, Start. Eins, zwei, komm. Zurück, erst hoch und zurückziehen, zwei hoch und durchziehen, durchziehen, zurück, wechsel, wechsel. In der Zeitlupe oben verdoppeln. Dann nach außen nehmen, unten schlagen und erste obere zurückziehen. Zweite obere zieht durch. Der untere Schlag zieht durch. Jetzt rechts zurückziehen, links durchziehen und rechts unten durchziehen. Und wieder rechts zurückziehen, links durchziehen und rechts durchziehen. Erste obere zurück, zweite obere durch und der untere Schlag auch durchgezogen. Zweimal oben verdoppeln und wir sind zurück im Standard-Doppelsinawali. Die rechte Hand trifft die rechte Hand, die linke Hand trifft die linke Hand. Zweimal oben schlagen und wir kommen in das Spiegeln, wobei dann die rechte Hand auf die linke Hand des Gegners und umgekehrt trifft. Den ersten Stock zurückziehen, den zweiten oberen durchziehen, den dritten durchziehen. Und zweimal oben schlagen, um zurück in den Standard zu kommen. Also, Doppelsinawali. Erst oben, nochmal oben. Und dann sind wir, erste obere geht zurück, Seitenwechsel beim zweiten Mal, unteren Seitenwechsel. Erste obere zurück, Seitenwechsel, Seitenwechsel. Eins, zwei, eins, zwei. Drei Stock unter der Achse lassen, zwei Schläge oben und man ist im Standard wieder drin. Rausziehen, zwei Schläge. Und dann sind wir wieder, erste obere zurück, durchziehen, durchziehen. Erste obere zurück, zweite obere durch. Tack, 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 tack. Unter die Achse, zweimal rumschlagen. Und man ist im Standard-Sinawali. Doppel-Sinawali gespiegelt. Wenn euch dieses oder andere Videos von mir gefallen und geholfen haben, wäre ein Thumbs up oder ein Like nett. Bitte abonniert meinen YouTube-Kanal. Wer Interesse an Lehrgängen, Camps oder Privattraining mit mir hat, melde sich bitte bei mir. Hier ist der Kontakt. Trainingsmaterialien, Lehr-DVDs und Download-Videos findet ihr auf meiner Seite www.abanico.de.